Ich hätte noch mal eine Frage zu der Mikrosuhle. Sie haben es ja eben kurz angesprochen. Ja. Die Mikrosuhle, hat die sich bewährt und ist die verbreitet und wie setzt man sie ein? Ja, also erstmal hat sie sich sehr gut bewährt. Wir haben das mittlerweile in vielen Betrieben laufen. Entscheidend ist, dass man das auch wie viele andere Dinge wieder richtig regelt. Ich habe auch so Kunden, die teilweise dann sich selbst was stricken, so nach dem Motto, das ist ja ganz einfach, man macht da einfach einen Verteiler und rieselt da ein bisschen Wasser raus, aber man muss immer dabei berücksichtigen, dass der Standort der Mikrosuhle ganz entscheidend ist, aber was auch wichtig ist, dass die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur mit erfasst wird. Das heißt, unser Regelgerät, das kann immer bis zu 6 Abteile oder 6 Bereiche und ist erweiterbar auf 12. Das heißt, kein Zusatzmodul, dann habe ich 12 verschiedene Bereiche, wo im Prinzip auch eine Art Kurve gefahren wird. Das heißt, die Mikrosuhle wird auch dem Alter entsprechend, das ist jetzt egal, ob es ein Ferkel oder ein Maststall ist, entsprechend geregelt. Und ganz wichtig ist, dass man den Faktor Temperatur und Luftfeuchte mit beachtet, weil da kann ich natürlich ganz schnell Fehler machen, wenn ich jetzt sage, ich lasse eine Mikrosuhle laufen in einen unaufbereiteten Stall, wo jetzt schon 4 Grad mit 85% Luftfeuchtigkeit reinkommt und die läuft jetzt zu viel, dann gibt es natürlich Probleme und dann werden die Schweine auch dreckig. Das heißt, man muss immer so ein bisschen gucken, was ist das für ein Stall, wie ist die Buchtenform. Wir arbeiten da so ein bisschen mit der GFS zusammen, sind da aber nicht so richtig glücklich, weil ich sag mal so, da sind dann auch Mitarbeiter der GFS, die dann nicht so genau wissen, was mache ich da eigentlich mit der Mikrosuhle. Und klar unterstützen wir die, aber am liebsten ist es uns immer, der Kunde nimmt direkt Kontakt auf und wir können dann die Buchtenstruktur sehen. Dann können wir auch schon sagen, haben wir dieses Jahr bei vielen Kunden gemacht, pass auf, wir machen eben eine Skizze, an der Stelle machen wir die Sohle hin, das passt schon. Und dann kann man das in Eigenleistung machen, die Mikrosuhle zu installieren. Da brauche ich keinen Monteur für. Wir machen das häufig so, dass wir das vormontieren und dem Kunden dann nur eine Skizze machen. Da hängst du das hin. Und das ist ein Stecksystem. Das kann man also wirklich sehr gut in Eigenleistung machen. Oder der örtliche Elektriker schließt es dem an. Ne? Okay, danke schön. Bitte schön. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage. Ja, dazu. Sie haben davon gesprochen, in der Gegend von Heegst sind mehrere Mastställe, die da Probleme haben mit Schwanzbeißerei, weil die Lüftung nicht funktioniert. Ich kenne das Problem, ich bin da aktiv in dieser Gegend. Okay. Es sind da in den letzten Jahren, denke ich, wohl 10 bis 20 Mastställe gebaut von 1.000 bis 2.000 Mastplätze. Ja, oftmals schlüsselfertig. Und dann kommen die Ferkel rein und da kommt da niemand von dem Lieferant, die Computer einzustellen und die Lüftung zu kontrollieren. Und das gibt da wirklich viel Palaver. Und das Problem ist, die haben die Lufteinlässe an der Seite, die Luft fliegt da rein, da ist überhaupt keine Steuerung. Mhm. Es gibt dann Überdruck in den, sag mal, unter dem Dach. Die Dächer sind meistens auch isoliert. Ja. Und dann fliegt die Luft da in den Stall rein und man hat überhaupt keinen Griff mehr. Das Problem kenne ich. Ich bin auch ein großer Vorstander, um die Luft aufzubereiten. Und ich kenne auch den Betrieb Devry. Ich bin selber Holländer, haben Sie schon gehört. Ja. Wir kennen nicht anders, als die Luft aufzuwärmen oder aufzubereiten. Ja. Aber wie kann man diese Stelle da in der Gronauer Ecke, kann man die umbauen? Weil das Problem ist da erstens, dass die Landwirte oftmals beratungsresistent sind und zweitens keine Geld in der Hand nehmen wollen. Und wenn die das wollen, dann geht es darum, wie? Das ist meine Frage. Ja, das ist sehr schwer. Also ich spreche jetzt gezielt von einem Kunden, der direkt in Heeg wohnt, der das gemacht hat, wo wir jetzt mittlerweile aktiv sind. Den Stall haben wir auch noch nicht umgebaut, weil das ist natürlich immer eine bittere Pille, einen Stall, der 5 Jahre alt ist, umzubauen. Weiß nicht, ist das normal, irgendwie ein Echo? Ja, ja. Ach so, okay. Ja, so, ich mache weiter. So, also das ist immer eine bittere Pille, so einen Stall umzubauen. Das geht natürlich, aber mit sehr viel Aufwand. Das heißt, im Grunde genommen muss ich auf diesen Schlitzventilen zwischen den Bindern einen Kanal bauen
Und dann muss ein zusätzlicher Zuluftkanal in den Dachraum. Und dieser Dachraum-Zuluftkanal muss quasi erwärmt werden. Eine Zentralabsaugung ist der Stand der Dinge. Man kann natürlich einen Wärmetauscher nachrüsten und muss dann im Prinzip im Dachraum diesen Kanal, den wir eigentlich unter die Decke bauen, ersetzen. Ich sage jetzt mal 2000er Maschstahl, da ist man ganz schnell bei 50.000 bis 60.000 Euro. Ja, ich wollte jetzt keinen erschrecken hier. Umgefallen. Welche Heizkörper nehmen Sie dann, um die Luft vorzuholen? Also ich würde dann an der Stelle bei diesen 50.000, 60.000, da rede ich nicht vom Heizkörper, sondern dann bin ich in der Nachrüstung eines Wärmetauschers und eines zentralen Zuluftkanals. Weil mit Heizkörpern in diesem Dachraum was zu machen, ist ja schwierig, physikalisch. Ja. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben einen Dachraum und die Ventile sind unten und Sie würden diesen Dachraum erwärmen, dann würde die warme Luft ja unweigerlich nach oben steigen und es käme zu einem Durchgleiten der kalten Luft, die wiederum in den Dachraum kommt, weil der klassische Binderstall hat in der Mitte, ich sage jetzt mal 4 Meter Höhe im Dachraum und da habe ich natürlich eine Schichtung, die sich bildet. Das heißt, ich kann nicht den ganzen Dachraum erwärmen, das ist fast nicht möglich. Nein. Das ist ganz schwierig. Man muss quasi auf diesen Öffnungen, die jetzt in den Dachraum gehen, muss man einen Kanal, der kann ja nur zwischen den Bindern sein, weil die Binder haben ja einen Abstand von etwa 1,10 und die Schlitzventile sind ja nie unter dem Binder, sondern die werden immer zwischen dem Binder sein. Und da muss man im Prinzip einen Kanal drauf machen, der jetzt von einem zentralen Zuluftkanal erwärmt wird. Und das kann man in der Regel so machen, wenn ich jetzt einen klassischen Doppelbinderstall habe, dann habe ich in der Regel in der Mitte den Abluftkanal. Und jetzt macht man links und rechts daneben in das Dreieck einen Zuluftkanal. Dann habe ich nämlich schon eine Wand fertig, weil das ist der Abluftkanal. Und da würde ich die Wärme vom Wärmetauscher abliefern, die dann wiederum in die Stelle geht. Okay. Und haben Sie eben zum Beispiel eine Zeichnung oder einen Stall, wo wir das mal anschauen können? Der nachträglich umgebaut worden ist? Ja? Nee. Weil das Problem ist, die sind noch zu jung. Der erste, den wir wahrscheinlich umbauen werden, wird der Stall sein, direkt den Heg. Weil der Junior drängt da immer mehr drauf. Ich denke, der braucht noch 2 Jahre. Ja. Dann wird er es machen, weil er sieht den Unterschied jetzt zu den anderen Stellen. Also er kennt die Klimaleiter auf Stufe 10 und möchte jetzt mit dem Maschstall vielleicht auch dahin. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie das hinkriegen für, sag mal, übersehbare Kosten, dann gibt das viel Arbeit für Sie in den kommenden Jahren, weil es gibt unheimlich viele Ställe, die da Probleme haben. Ich weiß. Das sind alles Dinge, warum wir dieses System nicht machen. Ich sage auch zu den Kunden immer, wenn dann ein Kunde ist, der sowas gemacht hat vor 5, 6 Jahren, dann habe ich dir immer meine Visitenkarte noch gegeben. Ich sage, leg dir die irgendwann weg, die wirst du in 5, 6 Jahren wieder brauchen. Ja, weil es ist so, wenn die dann auch mal anfangen müssen, wegen, sag mal, mit Langschwänze, in diesen Stellen kann man dann keine Schweine mehr messen. Nein, das ist mir klar. Da kann man besser aufhören. Es wird kein Euro verdient. Nein. Das ist totale Katastrophe. Ja. Fängt immer an, das wissen Sie auch, im April, Mai, wenn übertags warm wird und nachts kalt, dann haben die auch die Spreizung oder die Bandbreite noch nicht richtig eingestellt. Die steht dann auf 3 Grad oder so. Und dann fängt das an mit den Schwanzweißen. Im Sommer wird es ein bisschen besser, weil die Luft dann warm ist. Aber im Herbst, wo jetzt September, Oktober, fängt das auch wieder an. Glaube ich gerne. Das ist so das Typische, das ist genau das Wechselwetter. Das sind so Phasen, wo das auftritt. Das sind so Ställe, die sind hochsensibel. Das heißt, ich sage es mal so, die Systeme, die wir einbauen, die sind sicher. Und selbst wenn ein Landwirt sich nicht richtig benimmt, sage ich mal, bei unserem System, dann kommt der noch klar, weil das System ist nicht so sehr an der Grenze zum Kippen gebaut. Das heißt, das ist eigentlich schon fast narrensicher. Der gute Landwirt, der kann aus so einem System natürlich noch ein bisschen mehr rausziehen, wie der, der sich nicht drum kümmert. Aber es funktioniert eigentlich in jedem Falle. Und diese Systeme, die ich ja vorhin auch beschrieben habe, die sind ganz grenzgängig. Da muss, wie Sie schon sagen, der Regelbereich immer richtig eingestellt werden. Man muss extrem aufpassen, dass das System nicht kippt. Und wenn es einmal gekippt ist, dann ist es schon zu spät.
Wo holen Sie die Luft her, nach dem Umbau? Wo holen Sie die Luft her? Kommt die von auch wieder über die Seite, über den Einlass oder am Ende des Stahls? Wie machen Sie das? Im Grunde genommen gibt es bei unserem System drei Luftmassen. Das würde ich beim Umbau genauso machen. Das heißt, wir haben Außenluft, das ist ja vorgeschrieben, stallspezifisch, das heißt abteilspezifisch, weil die meisten Ställe werden ja nicht im Rhein rausgefahren, sondern sie werden abteilmäßig rausgefahren. Das heißt, es gibt eine Außenluft, die ist abteilspezifisch. Es gibt eine reine Wärmetauscherluft in dem zentralen Zuluftkanal. Das heißt, wenn ich Minustemperaturen habe, dann haben wir in jedem Falle für alle Schweine Wärmetauscherluft. Und dann gibt es noch eine Mischluft aus dem Dachraum, die sich beimischt. Das heißt, es gibt im Grunde genommen zwei große Luftbereiche, nämlich außen und diese aufbereitete Luft. Und die aufbereitete Luft setzt sich zusammen aus Wärmetauscherluft und Mischluft. Aber ja, das verstehe ich. Aber meine Frage ist, wo kommt die kalte Luft her? Kommt die noch immer über den Einlass an über die Seite? Oder nein. Die würde dann in diesen Zuluftkanal direkt von außen eingespeist. Und bei so einem Umbau wäre es so, wir können ja durch die Wände keine Öffnung mehr machen. Und wir müssen ja oben in diesen zentralen Zuluftkanal rein, der über dem Abteil liegt. Und dieser Kanal über dem Abteil, ich sage jetzt mal, je nach Größe des Abteils, 1,10 wäre die Binderbreite, Mindesthöhe 1,20 wird das sein. Der bekommt am Ende des Stalles aus dem Dach einen Steigeschacht, der über Dach geht, direkt nach draußen. Und da ist eine Haube drauf, wo der sich im Sommer die Luft über Dach holt, mindestens einen Meter über Dach, weil direkt über Dach habe ich diese Flimmerhitze auch, wenn die Sonne steht. So, und sobald, da ist eine Motorklappe drin, und sobald diese Motorklappe zugeht, bekommt dieses Abteil von dem zentralen Zuluftkanal, der ja aufbereitet ist, die Luft, diese Tag-Nacht-Schwankungen. Das System ist genauso wie bei unseren Anlagen, nur eben, dass wir es, ja, ich sag mal, auf diese Stelle ummünzen müssen. Ja, aber das bedeutet, dass die Seiten, die Einlasse, Einlässe an der Seite, die werden zugemacht? Die werden nicht zugemacht. Der Dachraum ist für uns ja immer noch entscheidend für den Winter, weil im Winter holen wir die Luft natürlich aus dem Dachraum. Und diese Luft, die brauchen wir ja auch für den Wärmetauscher. Der Wärmetauscher wird aus dem Dachraum versorgt. Und die Winterluft aus dem Dachraum ist ja gar nicht schlecht. Nee, aber die Luft, die von draußen übers Dach kommt, die kommt ja jetzt in diesen Stellen, wovon wir sprachen, über die Seite. Ja. Und die bleiben geöffnet? Können geöffnet bleiben, weil wir ja alles regeln. Das heißt, die Schlitzventile kriegen die Luft ja über einen Kanal. Das heißt, da kann ja gar keine Luft ungeregelt. Ja, aber es gibt natürlich Abkühlung da oben im Dach, wenn man immer die Luft da reinfliegt. Ja gut, aber das stört uns ja nicht. Man kann das natürlich weiter zumachen, weil wir haben ja den zentralen Zuluftkanal und die Luft ist ja aufbereitet. Das heißt, wir haben ja keine Luft mehr, die direkt in die Ventile kann. Nee, ich würde die lieber zumachen. Das kann man, Ganz zu geht aber nicht. Wir müssen uns ja vorstellen, wir brauchen ja mindestens 50% der Luft. Ja. Bis 50% holen wir sie aus dem Dachraum. In der Regel ist das so, bei den Stellen, die wir bauen, da machen wir die Bretter, die außenrum zu sind. Da sind ja meist so Windbretter drum zu. Die setzen wir so einen Zentimeter auseinander, damit wir ein bisschen Luft kriegen. Wenn man sich vorstellt, mit 50, 60 Meter Länge, dann brauche ich ja 2 Zentimeter, mehr brauche ich ja gar nicht, dann kriege ich ja Luft genug. Mal für so einen Stall mache ich mal was fertig und dann schicke ich das, oder Sie machen einfach eine Kontaktaufnahme, die Daten sind ja hier im Hause bekannt, und dann schicke ich Ihnen das zu. Okay, alles klar, Dankeschön. Bitteschön. Das war jetzt schon ziemlich ins Detail, also soll das auch sein. Letztendlich, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, würde ich also nochmal sehr, sehr herzlichen Dank, Herr Dinsemann. Ich denke, das ist nicht abgeschlossen. Das ist jetzt ein Prozess, der eingeleitet ist. Sie sehen ja auch in den Reaktionen, und wir wissen, wir müssen uns diese Herausforderung stellen. Wir müssen keine Experten sein. Nee. Dafür haben wir Sie. Das muss ich sagen. Aber wir sind natürlich als erstes immer konfrontiert, wenn was nicht läuft. Bevor jemand von der Lüftung zitiert wird, gehört immer der Erste, der das Futter liefert. Ja, ist klar. Weil da haben wir was geändert. Ja. Und gerade die Herausforderung mit den Langschwanzgeschichten, dann wissen wir,
was uns dazu kommt, weil wir ja auch, wir haben so Produkte gegen Kannibalismus, ja, und auch da sehen wir über den Jahresverlauf so Peaks, wann wir am meisten von dem Produkt verkaufen, und das sind die Übergangsjahreszeiten. Von daher müssen wir uns ein Stück weit mit der Problematik auseinandersetzen, um eben auch zu erkennen, wie gesagt, wir müssen nicht die Hintergründe wissen, wir müssen aber erkennen, dass es nicht unser Problem ist, sondern dass es vielleicht ein fütterungstechnisches Problem ist oder ein lüftungstechnisches Problem ist, dass wir dann entsprechend auch für den Landwirt, der das Problem hat, die richtige Lösung anzubieten. Ja. Und uns natürlich auch im Zweifelsfall aus der Schusslinie zu bringen. Ja, klar. Erstmal wirklich vielen herzlichen Dank, Herr Dintelmann, für die Zeit. Bitte. Es ist ein Anfang. Mhm. Und ich denke, Sie arbeiten in einer Branche, die wirklich systemrelevant ist und die auf lange Sicht noch viel, viel zu tun haben das wird. Denken wir auch, das denken wir auch. Deswegen nochmal herzlichen Dank. Bitte, und bitte. Wie gesagt, den Kontakt werden wir weiterleiten. Ja, ja, ja. Und ich spreche wirklich für alle. Das war ein sehr, sehr informatives und sehr lebendiges Ereignis. Vielen Dank nochmal. So sollte es sein. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und im Namen des Teams. Ja. Vielen Dank. Jo. Tschüss. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön.